Hallo und herzlich willkommen zurück bei Los Forestos, Popestos, Domestos, Tyron. Ja. Herzlich willkommen bei Los Forestos, Popestos, Domestos, Tyron. Einer neuen Folge im realen Leben in the Forest. Natürlich an dieser Stelle ganz herzlich liebe Grüße an Gronkh und den Tobinator, den ich in den letzten Wochen endlich nochmal beim Forest spielen gucken durfte. Und ich bin so, ich finde es so geil mit diesem. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt funktioniert. Das ist die dritte Aufnahme. Ich hoffe, dass diesmal die Kamera halbwegs richtig auf meiner Nase sitzt. Aber ansonsten haben wir hier eigentlich keine Probleme. Stattdessen, hier, guck mal, ne, ich habe die Requisite direkt mal. So, hier ist das eine. Da. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mir dieses Feuerzeug in den letzten 4 Wochen das Leben versüßt hat, weil es so ein, genauso wie dieses Tool hier, seit gestern. Aber dieses Feuerzeug ist natürlich der Oberkracher, weil das ist natürlich schnell. Solange ich das in der Hand habe, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich bin in the forest. Irgendwie passiert mir das immer wieder, dass wenn ich ein Spiel cool finde und anfange, das auch im realen Leben zu leben, mir irgendwelche Requisiten in die Hände fallen, durch die ich im realen Leben etwas aus dem Spiel habe. Und für mich ist das sowas wie ein... Naja, wisst ihr noch... Mir rutscht die Optik. Könnt ihr euch noch ans Inception erinnern? Da hat er diesen Kreisel, um zu definieren, in welcher Realität er ist. Und da das halt als On-Mind-Gamer man nun mal eben permanent selber tut und sich bewusst ist, dass man in gar keiner anderen Realität leben kann, als in der man denkt, dass man ist. Und man, wenn man es sich aussucht und das dann entsprechend handhabt, tatsächlich in gar keiner anderen Realität leben kann, kann man tatsächlich sein Leben wieder zum Spiel werden lassen und dann auch leben wie in einem Spiel. Und nochmal, ich glaube nicht, dass wir in einem Computerspiel leben, aber ich kann es so sehen, als sei es so, weil mir das die entsprechenden Optionen gibt. Und so bin ich dann hier mit meinem Feuerzeug beschäftigt und wann immer ich das benutze, bin ich im Spielmodus. Jetzt habe ich hier meinen tollen Nimbus 200, den habe ich mir direkt ein bisschen getuned, damit er ein bisschen länger hält, weil ich kenne ja seine Schwachstellen schon vom letzten Mal, wo wir hier waren. Jetzt hat sich das hier alles ein bisschen verändert und verändert sich gerade immer mehr, es wird wohnlicher. Und jetzt kann ich euch hier direkt auch mal zeigen, wie ich im Prinzip... die Spiele ineinander vermischen kann, während ich hier in Hausflip in the Forest rumlaufe, für mich auf natürlich einer anderen Karte als auf der Insel im Spiel, für den Computer und die herkömmlichen Konsolen, kann man halt eben auf der Online-Konsole überall spielen, auf der Kopfkonsole. Naja, und es geht genau das, man macht die nötigen Schritte, um sauber zu machen, das ist jetzt hier nicht ganz so einfach, weil das hier echt biestiger ist. Also hier geht man nicht einfach nur kurz mit dem Besen drüber und streicht dann kurz drüber. Ne, es ist ein, also ich habe hier die absolut reale Experience. Ich habe hier nicht nur so... Also letztendlich ist es aber für mich nichts anderes. Ich mache das Notwendige. Ich drücke im richtigen Moment den richtigen Knopf, um die gewünschte... Wirkung zu erzielen. Zumindest tue ich mein Bestes, wie alle anderen auch. Mein Schlafzimmer ist soweit, ne? Ja, und so bin ich hier gerade vor allen Dingen in Hausflipper und in The Forest unterwegs, was ich im Moment überhaupt gar nicht so wahnsinnig hier gerade spielen kann. On Mind ist Subnautica, weil es, was ich in den letzten Wochen auch sehr gerne gespielt habe. Und aber wir sind hier auf einer Insel. Ich mache mir da keine allzu großen Sorgen. Wir sind umgeben von Wasser. Ich bin mir sicher, dass ich mit dieser tollen Kamera auch demnächst mal... Nee, hier ist... Ne, ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ich sehe es gerade nicht. Ich habe es vor meinen Augen. Aber so nah davor und dass ich es nicht sehen kann. Wahnsinn, ne?
Ja, ich bin mir sicher, ich werde mit dieser tollen Kamera auch irgendwann noch ins Meer springen und irgendeine Form von Subnautica Let's Play in real life auf der Kopfkonsole on-mind-mäßig spielen. Ja, und bis dahin werde ich hier einfach mein Bestes tun, um hier Hausflipper-mäßig diese Butze in den nächsten Wochen und Monaten einfach wieder zu einem wunderschönen Zuhause werden zu lassen. Und ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen. So ist das, so leicht ist das eigentlich mit dem Online-Gaming zu verstehen. Man spielt einfach sein Leben. Ne? Ich kann mir jetzt hier, rufe ich mir mein Inventar auf. Ihr habt ja gerade im Moment einen großen Blick auf basically mein Inventar. Ne? Hinten habe ich noch ein Teilinventar von meinen Klamotten, aber letztendlich habt ihr hier, seht ihr hier meine ganze Habe. Das ist der Besitz, den ich quasi gerade zur Verfügung habe, als solchen gar nicht unbedingt anerkenne, weil ich halt festgestellt habe, dass es innerhalb dieses Spiels immer wieder passieren kann, dass Besitz den Besitzer wechselt. Und wenn man dann vorher sich als der Besitzer wähnte und man bekommt was abgenommen, dann ist das oftmals sehr frustrierend. Deswegen lasse ich das einfach und nutze das Verfügbare. Also ich rufe mein Inventar auf und gucke, was ich mit dem, was da drin ist, machen kann, statt mir darauf einen runterzuholen, was da jetzt so alles drin ist oder so. Oder noch viel schlimmer, mich wahnsinnig darüber aufzuregen oder ein Drama draus zu machen, dass irgendetwas nicht drin ist. Ne, das, was im Inventar ist, kann genutzt werden, um Neues freizuschalten, um zu Sachen zusammen zu craften. Und manchmal findet man halt eben nicht alles im Inventar, was man braucht, um was zu craften. Dann geht man es eben suchen. So, dann geht man farmen. Dann findet man die Rohstoffe oder das, was halt in den jeweiligen Rezepten steht, um irgendetwas zu sammeln. Zum Beispiel hier, ne? Unsere supergeile, mobile, selbstgemachte. Also nicht komplett selbst gemacht, aber zusammengetragen aus irgendwelchen Sachen, die irgendwo mal rumlagen. Ein Stuhl, den wir letztes Jahr von Sat1 hier gelassen bekommen haben, der als Stuhl nicht mehr brauchbar ist, weil den jemand kaputt gesessen hat. Also upcyclen wir das Ganze, nehmen Müll und geben ihm einen neuen Sinn, wodurch das kein Müll mehr ist. Und naja, unsere Powerstation hält der Stuhl auf jeden Fall. Toll. Brennholz haben wir auch gecraftet mit der Kettensäge. Das ist geil. Vor allem mit einer Elektrokettensäge, die wir dann hoffentlich auch demnächst komplett mit Sonnenkraft aufgeladen bekommen. Ja, die Sonne ist hier im Moment auf Mallorca nicht unbedingt das. Also wir sind hier auch auf einer Insel, ne? Aber das ist nicht die The Forest Insel mit den ganzen Kannibalen. Wir haben hier andere komische Irrwesen, die ihren Unfug treiben und eine Herausforderung darstellen und eine Quest. Und naja, die Bescheuerten, die sind wir jetzt erstmal wieder losgeworden, die hier einfach alles nur kaputt machen wollten und uns unsere Ruhe nehmen und unseren Spielspaß. Dadurch haben wir gelernt, wie man auch davon irgendwie, ne, da habe ich zum Beispiel dem Abge jetzt einfach auch sehr viel zugeguckt. Wie geht man mit Leuten um, die anderen das Spiel vermiesen wollen? Naja, vor allen Dingen konsequent und rigoros, mit der nötigen Portion Humor und Interesse an der Lösung für das Problem. So, und der Abge macht das, finde ich, ziemlich gut. Und ja. Mal gucken, was hier noch so alles passiert. Wir werden es zeigen. Ich mache mal mit einem Blick auf das da. Einen alten Tisch von Boris Becker wohl noch einfach mal einen Cut und hoffe, dass dieses Video besser ist als das letzte und hoffe, dass demnächst die anderen noch besser werden. So, ja, das ist eine alte Hundedecke. Ich weiß noch gar nicht, ob wir die noch weiter brauchen oder nicht. Tito hat eine neue Decke. Aber ich mache jetzt einfach mal hier, weil es mir tierisch auf den Sack geht. Die Treppe im Hausflipper-Modus sauber. So, ich habe noch keinen drinnen Besen, den müssen wir erst noch freischalten. Respektive unten bei Steffi ist einer. So, und warum mache ich das Ganze? Wieso, also jetzt, ne, nicht wieso mache ich hier sauber? Ich mache hier sauber, weil das nötig ist.
Aber da das nun mal eben immer wieder nötig ist und für einige Leute zur Last wird und für mich früher auch immer mit so einem Muss behaftet war, habe ich halt eben angefangen, das Ganze wie in einem Spiel zu machen. So eine Hausflipper habe ich sogar Geld für bezahlt, damit ich da Häuser sauber machen kann. Und das war natürlich für mich, als ich das gesehen habe bei Gronkh, da war das natürlich, habe ich einen Aufschrei von mir gelassen, weil ich mir gedacht habe, das ist ja geil, das ist ja genau das IHR-Spiel. Nur, dass es da halt eben drum geht, Häuser dann am Ende zu kaufen und sauber und renoviert wieder zu hinterlassen, damit sie sich besser weiterverkaufen. Ja, da geht es halt letztendlich da immer noch um das Geld. Hier holen wir uns hier was anderes raus. Hier haben wir im IHR-Modus dann, ne, guck mal, das sieht völlig ekelig aus. Da ist letztens der Kaffee rüber geschwappt. Das mache ich nachher noch mit Wasser weg. Ne. Aber ich habe halt die ganze Zeit hier gerade so meinen Späßchen so. Das ist wie im Spiel. Es ist überhaupt kein Muss mehr. Es ist überhaupt keine Plage. Ich mache es gerne. Das ist der Punkt. Ne? Und so mache ich halt letztendlich inzwischen alle Sachen, die ich machen muss, in diesem, sagen wir mal, meditativen, spielerischen Zustand. Und sammle hier gerade meine Erfahrungspunkte. So, macht jetzt nicht, also kriegst du hier beim Kehren kriegst jetzt nicht so viele Erfahrungspunkte, aber Erfolgserlebnisse. Du hast es danach wieder sauber. Und das ist der Punkt, wo mir das spielerisch einfach sehr viel leichter fällt, als wenn ich es als irgendwas sehe, was ich jetzt machen muss, was ich als Arbeit sehe, die verrichtet werden muss und sowas halt, was mir dann das Treiben selber wieder sehr versaut und es auf diese Weise natürlich sehr schwer macht. Ich mache hier nochmal diesen hier, damit man die schöne The Forest Optik sieht, so, ne? So. Das gibt es natürlich auch in The Forest, nicht so in dem Stil, aber wen juckt das, ne? Das ist ja hier eh die On-Mind-Version. Die ist eh was ausgefeilter als die Konsolen- und Computer-Versionen. Ja, jetzt die Treppe wieder auf jeden Fall schon mal um einiges ansehnlicher. Das mache ich jetzt mit einem nassen Lappen noch weg. Und später wische ich dann mal komplett durch. Und wenn ich mir nachher den... Ja, spülen mache ich gleich auf exakt dieselbe Weise. Und wenn ich mir nachher den Besen freigeschaltet habe, dazu ist notwendig, dass ich runter zu Steffi laufe und da den Besen hole. Und dann habe ich den im Inventar. Dann habe ich den verfügbar, nutzbar und kann sauber machen. Auch oben mal alles durchfegen, was nötig geworden ist in den letzten Tagen. Weil wir oben auch Feuer gemacht haben nachts, abends. Kamin gesessen haben. Ja, das mache ich hinterher mal alles mit nass sauber. So, aber jetzt sind die, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz anders aus. Das sieht auch eklig aus. Das machen wir auch weg. So, hier müssen wir doch alles mal. Ne? Und so wird das hier nach und nach auch die Flecken an der Wand und das alles. Ne? Wie in einem Spiel. Ich habe Zeit vor allen Dingen. Ich habe keine, niemand hetzt mich. Ich mache das so, wie ich das will. Und wenn mir danach ist, dann zeige ich euch mal. Schmeißen wir erstmal das hier in die Feuerstelle. Bis heute Abend ist das trocken. Und wenn mir danach ist, dann habe ich hier eine Hängematte hängen. Also noch hängt die nicht, die ist noch ziemlich gespannt. Aber wenn ich da reinsteige, dann... ihr wisst schon, wird das alles ein bisschen nach unten gezogen. Deswegen muss ich es auch eben noch ein bisschen höher setzen, weil ich mich das erste Mal reingesetzt habe, habe ich direkt mit einem dicken Hintern auf dem Boden gesessen und da konnte man gar nicht schaukeln und das war gar nicht so richtiges Hängemattengefühl. Ne, jetzt habe ich gerade noch eine Quest gerade mir ausgedacht. Ich möchte euch mal kurz was zeigen. Einige von euch werden sich freuen, die meine Videos schon Jahre verfolgen.
Es ist nämlich wieder jemand nach Hause gekommen. Ich mach mal so hier, damit ihr seht, dass wir in the forest sind. Ich müsste eigentlich jetzt hier noch Mutantenrüstung haben, aber ich stelle mir einfach vor, dass meine Tattoos das sind. Das tut es. Das ist völlig schnell. Als Kind hat mir das auch gereicht, mir vorzustellen, ich wäre Karl-Heinz Rummenigge, als ich Fußball mit meinen Jungs gespielt habe. Und da waren wir definitiv nicht auf dem Schulhof. Wir waren irgendwo in irgendeinem mega coolen Stadion. Guck mal, wie wieder hier ist. Ist das nicht geil? Die Pearl ist wieder da seit vorgestern schon. Wir haben sie wieder. Und sie fährt zwar nicht mehr und darf vor allen Dingen nicht mehr fahren. Man könnte sie wieder fahrbar machen. Ist alles nicht so kaputt. Aber sie in Spanien dann jetzt anzumelden, damit sie fahren darf, kostet alleine irgendwie 2.500 Euro. Und das sehen wir einfach nicht ein. Boah, guckt euch mal die Grafik an. Ich kack ab, diese Schatten. Und nichts glitscht, nichts ruckelt hier. Alles ist absolut perfekt. Und ich habe halt eben vor allen Dingen 5 Sinne. Und nicht nur audiovisuell. Das, was ich jetzt gerade an euch weitergeben kann, respektive das, was die... Ach so. Was die herkömmlichen Konsolen bisher so können. Die können nämlich nur audiovisuell. Und trotzdem ist das schon so fesselnd, ne, dass man stundenlang voll konzentriert wie gebannt da sitzen kann. Ja, so fahre ich Auto. Ne, ich kann euch das mal kurz demonstrieren. Also die Pearl wird auf jeden Fall hier jetzt demnächst noch ein schönes Schlafzimmer abgeben. Da ist auch eine Küche drin. So, und wenn ich halt eben, ich habe das jahrelang gemacht, dass ich, wenn ich in mein Auto gestiegen bin, ich quasi für mich in meiner Wahrnehmung in einen Fahrsimulator gestiegen bin, auf diese Weise dann zugemacht habe und mich jedes Mal darüber gefreut habe, erstmal so als Einstand in diesem supergeilen Fahrsimulator zu sitzen. Wow, guckt euch die scheiß Grafik an. Geil, richtig geil. So, und dann ist das halt alles auch noch in absolut ruckelfrei und echt. So, und wenn ich an diesem Lenkrad gesessen habe, habe ich grundsätzlich nichts anderes getan, als Need for Speed gezockt, aber halt eben mit dem Ziel, ausschließlich perfekte Abschnitte zu fahren. Um mein Auto rum gibt es eine Linie, die ist für andere unsichtbar, aber ich sehe die exakt, weil das ist genau diese Linie, die ich sehen kann, mit der ich kein anderes Fahrzeug berühren darf und nichts anderes. Ja, einen perfekten Abschnitt nach dem anderen und das ist mir mit diesem Auto auch sehr gelungen. Ich bin einmal aus Versehen irgendwo gegengefahren, da hat es eine kleine Beule gegeben, das war mein eigener Schaden. Da bin ich wieder mit dem blauen Auge weggekommen und sofort wieder, warst du nicht bei der Sache. Das ist das nämlich. Genauso wie ich 4 Stunden am Stück voll konzentriert vor der PlayStation sitzen kann und da ein Rennen nach dem anderen voll konzentriert fahren kann und gucke, dass ich die Ideallinie halte oder finde, wenn sie nicht angezeigt wird. Das ist übrigens auch was ich beim Autofahren habe. Ich sehe diese grüne Ideallinie, weil ich die einfach inzwischen in meinem, in meinem inneren Head-Up-Display, das ich mir aufrufen kann, durch meine Vorstellungskraft und mir vorstellen kann, wie hier gerade irgendwelche Zahlen oder sonst was durchlaufen. Ich kann das nun mal. Das kann eigentlich jeder, der sich irgendwas vorstellen kann. Jeder, der sich die Augen zumachen kann und sich irgendwas vorstellen kann, ist in der Lage, genau das zu tun, wovon ich gerade sage. Man muss es einfach nur bewusst anfangen zu tun. Und so sitze ich dann in diesem Auto und fahre einen perfekten Abschnitt nach dem anderen. Und wenn ich fertig bin mit Spielen, dann steige ich aus und habe mich automatisch dahin gebeamt, wo ich hin wollte. Das ist jetzt natürlich hier ein bisschen bescheuert, weil wir sind ja gar nicht gefahren und steige wieder genau da aus, wo ich abgefahren bin. Aber das passiert auch manchmal, wenn man einfach nur eine Tour fährt und wieder nach Hause ankommt, dann ist man auch einfach nur rumgefahren. Ja. Aber ich bin so dankbar, dass ich sie wieder habe, dass wir sie wieder haben, dass sie in der Familie geblieben ist. Die ist jetzt halt auch jahrelang das Zuhause von Kai gewesen, der da halt eben, ich glaube, 3 Jahre jetzt drin gewohnt hat oder so. Ja,
Und hier habe ich gestern auf jeden Fall schon, ihr seht vielleicht den Unterschied, wenn ich da hinten hingehe. Ja, ich habe mir einen neuen Nimbus 200 zugelegt. Und das war einfach ein geiler Besen ist für solche Sachen hier. Und dann habe ich das alles schon mal zusammengekehrt. Wir haben immer noch keine Schublade hier, habe ich gestern gehört. Hier ist dann quasi der nächste. Da steht ein Besen, der dem Nimbus nicht ansatzweise gerecht wird. Das ist quasi so wie bei, der Unterschied ist ungefähr so wie bei Forest zwischen der Axt aus dem Flugzeug und der Kettensäge. Ja, also beim Baumfällen. Ne? Das ist übrigens, was wir hier nicht so machen wie Gronkh jetzt in der gestrigen Folge 73, glaube ich, wo er mal irgendwie 24 Loks brauchte und ich glaube 20 Bäume umgehauen hat. Einfach mal so, war gerade gut dabei, ne? Ja, vielen Dank echt Gronkh und Tobi für diese Staffel. Das hat nicht nur lange ausgestanden, das hat einfach richtig gut getan. Ich hänge immer noch nach. Ich bin irgendwo bei Folge 65 hängen geblieben, weil wir uns hier erst noch vernünftiges Internet craften müssen. Und vor allen Dingen entsprechend auch Strom, dass wir die Akkus aufladen können. Granate. Und dann ist das alles ein bisschen einfacher.